Na. Nee, also das sind die Themen, die die Welt bewegen, ne? Ne, wir könnten uns natürlich jetzt auch wirklich mal über ernsthafte Sachen unterhalten, aber Stieglitz ist der Meinung, so ein einfaches hat zu reichen. Reicht doch. Dem schließe ich mich dann mal jetzt nicht an. Ach, hast du das auch mitgekriegt gehabt? Oh, geil. Ja. Alter, das kann doch nicht sein. Wir fahren jetzt hier seit 100 Tagen über diesen gigantischen Ozean. Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Ich muss pipi. Ich muss pipi. Aber mach doch. Nein. Als wenn du das nicht die ganze Zeit schon gemacht hättest. Nein, geht nicht. Und ganz ehrlich, wenn du meinst, dass ich deine schwimmende Wurst vorher nicht vor mir gesehen habe, ne? Die habe ich extra vergrößert und den Zuschauern gezeigt, damit die genau wissen, was du für einer bist. Ja. Ja. Tada. Alter, und da, wo die rauskam, hast du deinen Kopf... Bleib mal stehen. Boah, nein, jetzt ist es aber gut. Bleib mal stehen. Hey, ja, ich stehe ja schon fast. Nein. Soll ich noch langsamer werden? Ach, hat er gerade versucht, auf mich drauf zu hauen. Nein, habe ich nicht. Nein, deine Maustaste hat man ja nie wie verrückt hämmern gehört. Oder dreht er sich wieder ein Joint? Alter, 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 Alter! Alter, das war aber knapp, ey. Zickzack. Alter Schwede, ey, diese Scheißkraken. Ich hab's gerochen, was du gemacht hast, du Pipinese. Du Pipinese. Nein. Du Mongo, ey. Ey, jetzt werd hier nicht rassistisch. Isst du eigentlich gerne Reis? Keine Ahnung. Ach, du hast keine Ahnung, ob du gerne Reis isst. Torpedos, Torpedos, das Torpedos. Essen nur Bauern, Herr Reisgraf. Ja, deswegen fragte ich ja. Unter anderem natürlich. Bauer sucht Bauer? Du kleine Mist. Alter, ich muss aber sagen, bei der letzten Staffel Bauer sucht Frau, also erstmal fand ich die Staffel, ja, ich oute mich, ich guck's, fand ich die letzte Staffel, ich guck's immer gerne, aber die letzte Staffel war irgendwie sehr langweilig gewesen. Aber da waren ja zwei Mädels gewesen, also eine Bäuerin, ja, und die hat dann auch ein Mädel gesucht, alter Schwede. Also die waren natürlich, ne, wie man sich denken kann, ich verrate da jetzt nichts Neues, die waren lesbisch, also. Aber ganz ehrlich, ne, die sahen beide richtig, aber richtig heiß aus. Also da, weißt du, so, es gibt ja, ne, diese Kampflesben, ne, die sehen ja schon aus wie Männer und... Na. Aber, boah, die beiden, die sahen so heiß aus, also ehrlich... Wahnsinn. Die waren richtig geil, waren die. Ne? Und die eine war aus Friesland, das war die Bäuerin, die hat gesucht und dann kam eine Schweizerin zu ihr. Und der Bauernhof. Oh. Nein, die Bäuerin war in Ostfriesland, du Fritzen, Fratzen, Fuß. Ist da nur Wasser? Hat die Fische gewollt? Nein. Du greifst jetzt wieder vor. Das ist erst nach unserem Plan alles voll mit Wasser. Du greifst wieder in der Geschichte vor. Jetzt hör auf. Nee, aber die sahen echt super heiß aus. Ja. Mann. Und wenn die sich auch noch geküsst haben, du... dann weißt du, dann habe ich irgendwie Lust auf Sandwich bekommen. Deine arme Katze. Da habe ich irgendwie Lust auf Sandwich bekommen. Alter, wie die sich... Und dann, weißt du, einfach so als Mann dazwischen gehen... Die können ja ruhig lesbisch sein, aber du als Mann hast dazwischen zu sein. So als Puffer. Ja, so viel zu dem Niveau. Wir greifen wieder an. Wir greifen nach dem Niveau. In die Sterne. Ein Stern, der deine Herkunft verrät. Ach, du meinst den Stern von Bethlehem? Ja. Ja, bei mir wäre es ja dann der Stern von Grafsburg. Ja. Ein Stern, der in deinem Raumschiff fliegt. Sprichst du wieder von einem Server, oder? Von einem Starcraft-Server. Starcraft-Server. Ach, Starcraft, Star Trek. Star Trek-Welt. Wohl Starcraft wäre auch geil. Starcraft.
Mann, was habe ich da gerade für einen Namen erfunden? Ey, da müsste ich richtig Geld. Also, hiermit setze ich mein Copyright dahinter. StarCraft Copyright bei Reichsgraf. Und bei ReichsgrafenTV. Bleib mal stehen, ich verliere dich. Ernsthaft? Ich muss eben Copyright schreiben. Ach. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist ich, hier das ich verliere ein wenig die Hoffnung, ne, mit unseren Pferden. Vor allem überleg mal, seit wie vielen Folgen wir jetzt hier auf der Suche sind, ne? Zu lange. Und für die Zuschauer nicht prickelnd ist. Ja, ernsthaft, ne? Ja, das ist echt blöd. Wie kommen wir denn das nach Hause? Wie kommen wir nach Hause? Das ist echt ein bisschen blöd, ne? Weil überleg mal, so viele Folgen und wir sind die ganze Zeit hier unterwegs und es passiert nicht wirklich was, ne? Nein. Außer, dass wir wissen, wo du deinen Kopf öfter mal reinsteckst. Ja. Ja. Ja, jetzt versucht er das zu überspielen, ja. Auf jeden Fall. Hoffentlich hört er bald auf, davon zu reden. Sonst mache ich ihm, wenn wir hier gleich offscreen sind, zur Schnecke. Deine arme Katze, wenn ich Sandwich die mit dir macht. Ach, fuck, ey. Wieder nur so eine kleine Insel. Kleine Insel. Ach, guck mal da. Hier, buntes Schießen. Schön. Cool. Und es hat sich gerade wieder alles neu aufgebaut. Ja, bei ja, mir Mensch, auch. Ich frage mich jetzt aber wirklich, was wir machen. Weil das ist natürlich jetzt wirklich nicht so der prickelnde Hit, ne? Nein. Es ist dann wirklich ein wenig fad. Also wir haben natürlich einmal ein bisschen jetzt Pech, dass wir hier so viel Ozean haben. Und das bisschen Land, was da mal zwischen war, war ja nicht wirklich der Rede wert gewesen, ne? Nee. Es sah nur schön aus, das war's. Ja, es sah nur schön aus. Oh, das war zu nah. Boot kaputt gegangen? Nein. Schade. Ich meine, hey, ja, sag mal. Dein ist ja auch gerade ne? Fast kaputt gegangen. Die Schnauze. Wäre fast dagegen gekommen. Da beobachtet der mich. Sag mal, arbeitest du neuerdings auch noch für die NSA? Ja. Ja, das erklärt natürlich einiges. Alter, jetzt ist aber wirklich die Sache. Jetzt müssen wir aber wirklich mal hier langsam an Land kommen. Und ganz ehrlich, wieso spawnen hier nirgendwo diese beschissenen Pferde? Das kann doch nicht sein, ey, dass das hier so... Die schönen Pferde, Mann. Die schönen Pferde. Da, oh, Moment mal. Ach, eine kleine Mini-Insel. Na, oh, toll. Holz. Ohne Spinne. Oh. Ja, ohne Spinne. Oh. Hau ab. Ist sie ins Wasser gesprungen? Ja. Ich hab's mir gedacht. Volle Kanne. Ich bin da so dicht dran vorbeigefahren. Hab ich gesehen. Hast gerochen, ne? Hast gerochen, ne? Boah, der Himmel sah ja, sieht ja geil aus. Ja. Das ist ein merkwürdiges Texturenpack. Pixel. Ja, ja. Der Himmel sieht echt geil aus. Ja, guck weiter hoch. Wow. So schade. Da war eine schöne Krake. Du Hirnarsch. Du Hirnarsch. Du Hirnarsch. Alter, das sind Kamikaze-Kraken, sind das. Voll die Kamikaze-Kraken. Mann. Mann, wie lange dauert das? Ja, pass auf, ich muss mir jetzt irgendwie schöne Gedanken machen. Ich denk noch mal an die beiden Lesben von Bauer sucht Frau. Oh, sahen die geil aus. Oh. Bauer sucht Frau. Also nicht Bäuerin? Bäuerin. Sucht Bäuer. Also Bäuerin. Heißt doch Bäuerin, oder nicht? Bäuerin sucht Bäuer. Gibt's das nicht? Bäuerin? Bäuerin gibt's, ja. Aber es gibt nicht Bäuer. Und Bauer gibt's. Ja. Und die Sendung heißt auch Bauersuchtfrau, weil ursprünglich ja nur die Männer Frauen suchten. Doch, scheiße. Und dann wurde es sehr flexibel. Ja. Und dann wurde es sehr flexibel. Dann suchte eine Bäuerin eine Frau, dann suchte ein Bauer einen Bauer. Boah. Und ab und an suchte auch noch ein Bauer eine Frau wieder. Also Frauen soll es auch noch geben, angeblich. Bauersuchtpferd. Obwohl, da könnte er ja zwangsweise für sorgen. Indem er sie ein Pferd kauft, das festleint und... Jiha! Jiha! Alter, pass mal auf. Ich mache jetzt hier eine Makrofunktion, dass die W-Taste bei mir ständig gedrückt wird. Und ich gehe dann mal irgendwas essen. Ne? Also, ich würde da mal sagen, ich komme in einer Stunde wieder, ne? Ja, mach das. Rufst mich an, ne? Wenn wir da sind, ne? Ja.
Tschüss. Tschüss. Die arme Katze. Fickt er dich schon wieder kaputt. Alter, du bist so irre. Alter, was du hier vom Stapel lässt. Alter, das kann ja wohl nicht sein. Man sollte dir das... Ich wollte gerade sagen, man sollte den Schwanz langziehen, aber was willst du da? Ich meine, ja. Pinzette ansetzen und... Hast du da nichts, oder? Und trotzdem kommt da nichts, ne? Weißt du, bei mir wäre das was anderes. Musst du dir Gedanken machen, dass dein Pickel nicht aufgeht, ja. Weißt du... Wenn ich morgens wach werde, mache ich ganz oft das Fenster auf ganz groß auf im Schlafzimmer, weil ich nicht weiß, wie groß er noch wird. Ne? Das sind Dimensionen, die kennst du gar nicht. Nee. So oft krieg ich nicht eine Mola. Ist jetzt nur im Winter ein bisschen blöd, ne? Wenn's kalt draußen ist, dann guck dann aus dem Fenster raus, weißt du? Es kamen schon mal Leute auf die Idee, da ganze Wäscheberge dran aufzuhängen, aber... Hält ja nicht einen ganzen Tag. Nee. War doch zu schlaff. Alter. Oh, geladet. Alter, wann wird's eigentlich mal wieder Mano. Tag hier? Alter, wir sind jetzt hier seit geschlagenen 100 Jahren auf See unterwegs. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt schon fast sagen... Es gibt hier keine. Du hast sie nicht aktiviert. Ja, echt, du. Ich würde jetzt schon fast sagen... Passiert. Ba, 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 ba. Wo bist du, Penner? Wo bist du? Ich bin gerade am Sterben. Wo bist du? Willst du ein Boot? Alter, was für eine Kackwurst hat er sich da gebaut? Hallo? Alter, bitte? Was ist das für eine Kackwurst? Komm mal her. Komm du doch. Hier ist ein Boot, Mann. Mhm. Komm jetzt her. Komm jetzt, Mann. Das ist schon Boot, langweilig Mann. Genug. Was, da ist ein Boot, Mann. Yeah. Alter. Oh. Jetzt komm. Wenn da ein Boot ist, dann sammel es doch auf, verdammt nochmal. Hab ich doch. Alter, ich fahr jetzt. Ja, Richtung Norden, oder? Hm. Warum das denn? Stück Kack. Stück Scheiß. Warum fährst du jetzt Richtung Norden? Alter, kommst du jetzt irgendwann mal hier an? Warum Richtung Norden? Alter. Oh, jetzt schon so weit weg, jetzt kann ich sogar mit ranzoomen nichts mehr sehen. Bist du jetzt Richtung Westen oder Norden? Ja, sicher Richtung Westen, du Volldepp. Wieso sollte ich Richtung Norden? Ja, weil ich dich Richtung Norden gesehen hab. Ach, du bist... Sag mal, existiert gar nichts mehr bei dir? Nee. Alter! Schön! Und jetzt? Jetzt sitze ich hier auf dem Ozean, als wenn er nicht langweilig genug wäre und guck ins Nichts und warte auf Ehrlich. Jetzt sehe ich ihn da hinten ein bisschen was. Meine Fresse! Du warst Richtung Norden, auf jeden Fall, 100%. Mein Gott, nee, lass die Drogen weg. Nein, das war so. Was? Nein. Nein, das war so. Du nimmst weiterhin Drogen. Du warst im Norden. Hm, genau. Das sieht man bei hier auf den Aufnahmen. So, liebe Zuschauer, jetzt habt ihr den Beweis, ich mache öfter Witze über Drogen, aber jetzt habt ihr den Beweis, Drogen sind einfach scheiße. Ihr habt es jetzt selber erlebt, ne? Ihr seht, was da für ein Dünnschiss bei rauskommt. Bullshit, ne? Alter. Langsam redest du noch scheiße. Daraufhin habe ich gewartet. Das war meine kleine Rache gewesen. Denn auch ich habe einen Bogen aufgesammelt. Und lass es jetzt. Sonst schlachte ich dich. Alter, das kann doch nicht sein. Kommt ihr denn überhaupt noch mal Festland?
Also ganz ehrlich, sobald wir jetzt gleich auf Festland... Gleich, habe ich gesagt, gleich. Also sobald wir auf... Oh, ich höre mich gerade doppelt. Was hast du gemacht? Was? Ich habe mich gerade doppelt gehört. Was hast du gemacht? Wann denn? Ja, gerade eben. Hör auf, Drogen zu nehmen, Alter. Wer war das mit den Drogen? Wer weiß, wann wir an Land kommen. Also auf jeden Fall sollten wir irgendwann an Land kommen, sollten wir uns echt Gedanken machen, ne? Weil, das ist echt zu langweilig. Vor allem über so viele Folgen. Ja, jetzt hier. Das ist echt langweilig. Das, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind jetzt bestimmt schon seit 8 Folgen hier unterwegs. Ja gut, eigentlich glaube ich noch länger. Eigentlich, ja, eigentlich könnten wir jetzt schon seit 11 Folgen unterwegs sein. Ja, wir könnten eventuell schon seit 11 Folgen unterwegs sein. So, das heißt, wir sind schon fast anderthalb Wochen unterwegs. Nice. Ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Vor allem, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schwer ist, Pferde zu finden. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich höre mich übrigens schon wieder im Hintergrund. Also Boxen sind aus. Hundertprozentig.